aber mit den Jahren musste er erfahren, wie gewonnen, so zerronnen. Ali ibn Ahmed Ben Hassan hat es nämlich schwer als Ehemann, denn er muss ernähren, weil sie ihm gehören, 77 Frauen. 77 brauchen Kleider, jede will ihren eigenen Schneider. 77 mal Friseur und ein Auto mit Chauffeur. Ja, 77 haben alleine 154 Beine. Allesamt brauchen Strumpf und Schuh und wer weiß noch was dazu. Ach, Ali ibn Ahmed Ben Hassan hat die Ehe satt bis oben an. Und so denkt er endlich, ist ja auch verständlich, wozu leiden, lass dich scheiden. Ali ibn Ahmed Ben Hassan, damit fängt das dicke Ende an. Das war zu verwegen, wer gewinnt schon gegen 77 Frauen? 77 Rechtsanwälte leben nun auch von seinem Gelde. 77 Schreiber gar wollen auch ihr Honorar. 77 Scheidungsgadis machen die Arbeit auch nicht gratis. Ali muss zahlen noch und noch und verliert am Ende doch. Ali ibn Ahmed Ben Hassan war ein reicher Mann in Teheran, aber die Gesetze fraßen seine Schätze, Kohle muss er schieben, nichts ist ihm geblieben, bis auf seine Lieben. 77